alles möglich. Aber wir gehen jetzt mal jetzt die Treppen hoch und laufen. Also wenn man langsam läuft, dann geht's. Na, dann kann man wieder Sauerstoff, verbraucht man nicht so viel CO2. CO2 sage ich immer hier, Sauerstoff, O2. Aber es könnte ein langer Weg werden, ne? Da geht's entlang. Okay. Boah, das ist auch ein Foto wert, ne? Guck mal hier. So ein gutes Foto hier, guck mal so. Bam. Oder so. Bam. So, dann gehen wir mal hier. Ich glaube, der Scanner hat gezeigt. In die Richtung, okay. Ah, ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Um die Waffe wegzustecken. Eine gute Frage, ne? Aber die kann ich leider nicht mehr beantworten. So, wir laufen erstmal jetzt zurück. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen schneller laufen, bis uns hier der Sauerstoff fast ausgeht. So, jetzt müssen wir wieder langsam laufen. Oder wir machen den Hasen. Das geht auch. Da haben wir ein bisschen mehr. Oder täuscht das nur? Das täuscht nur. Okay, wir gehen mal hier runter. Hier ist auch nochmal, das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal hier. Erlauben Sie mir, beim Tragen zu helfen. Ich würde dir mehr geben, aber du kannst nicht mehr tragen, ne? Das ist nämlich das Problem mit dir. Mehr tragen? Ich würde dir alles geben. Aber dafür muss es auch annehmen. Aber wenn du es nicht annimmst, ist das halt natürlich schlecht. Ich weiß, dass ich mit zu viel Last durch die Gegend laufe. Und ich weiß das, aber ich kann es halt jetzt nun mal nicht ändern. Wir müssen aber jetzt vorankommen. Ich wollte unbedingt hier diese Höhle erforschen. Das haben wir auch gut gemacht, finde ich, ne? Also, war richtig gute Sache. So, jetzt laufen wir mal da durch. So, wo sind wir denn hier? So, jetzt lass mich mal gucken. Scannen wir mal. Was sagt der? Da hoch. Okay. So, wir laufen mal ein bisschen schneller. Da hoch, okay. Ist sehr, sehr verwirrend alles hier. Nee, aber es war schon eine große Höhle. Gute Entdeckung, fand ich, ne? Ich muss mir nur mal den Magen an den Namen merken. Stell dir vor, es ist so leise hier drinnen. Du läufst ganz alleine. Es ist keine Menschenseele. Alle Menschen, die mal hier drinnen waren, hast du schon ausgelöscht. So, wir kommen jetzt langsam nach draußen. Sehr schön. Gefällt mir. Da war nur ein Schlüssel. Verlasse die Mine. Exit. Mich würde auch interessieren, wie die Mine heißt, ne? Oh. Es ist schon bereits dunkel.
Ah, schade. Okay. Vasco? Vasco, komm mal bitte da weg. Warte mal, Vasco. Gut, jetzt ist er weg. Endlich. So. Betreten wir was? Tiefe Höhle. Tiefe Höhle. Nennt sich einfach nur tiefe Höhle. Und das Schiff, wo ist denn das? Das ist doch irgendwo hier gelandet, aber wo? Gibt es irgendwo so einen Landeplatz oder sowas? Hm. Das würde mich mal interessieren da. Da hinten ist nochmal was. Wir gehen erstmal hier rüber. Ich habe nämlich den Bereich noch nicht vollständig erkundet. Da hier. Schau mal. Luftschleuse. Öffnet, okay. Gehen wir rein da. So. Machen wir bitte auf. I want it. Mach ich looky looky. Tiefenminenrucksack. Isotopisches Kühlmittel. Ah, ein Safe. Okay. Hm. Habe ich einen Schlüssel? Schlüssel habe ich keinen. Also mal gucken, dass eins auch passt hier. Das passt nicht. Passt auch nicht. Das passt. Das passt. Und das passt. Sehr gut, geöffnet. Hülse los. Omega, die letzten Tage der Rede. Die letzten Tage der Rede. Die letzten Tage der Erde. Alles nehmen, untersuchen. Können wir das untersuchen? Okay. Inventar. Sortieren. Nehmen. Wir nehmen das. Synaptische Alpha. Forschungsprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten. Modifizierte Eon. Sehr gut. Dann gehen wir mal ins Inventar. Direkt, um das alles einzustellen. Die modifizierte Eon. Eon haben wir gar nicht auf den Schirm. Hier, warte mal, modifizierte Eon. Da ist sie doch. Das war mit B zu Favoriten. Modifizierte Eon. Geht auf die 9. Genau, und das zurück und dann sonstiges. Spritze. Das ist das nicht. Hier ist nicht dabei. Ressourcen, Notizen vielleicht. Genau, warte mal. Zeiten. Wie hieß denn die Geschichte der Xenobiologie? Nein. Da war es doch. Omega. Die letzten Tage der Erde. Es folgen die ersten Zeilen aus Camille Flammarions im Jahre 1894. Veröffentlichtes Werk Omega, die letzten Tage der Erde. Im 25. Jahrhundert kollidierte ein Komet mit der Erde. Die Menschen mussten sich mit dem Ende der Welt abfinden und damit, was das eigentlich bedeutet. Omega, die letzten Tage der Erde. Kapitel 1. Die prachtvolle, von den Statuen berühmte Wissenschaftlern und Philosophen gesäumte Marmorbrücke
die die Ruhe des Rennens, aber das haben wir schon gelesen, die kennen wir doch schon. Ha, das habe ich schon gelesen, Junge. Ha, die ist doch schon gelesen. Mhm, was ist das? Graviplas Söldner. Helm. Nehmen wir mal mit. Techniker, grau Outfit, nee. Oh, was ist das Schönes hier? Erhöht Schaden vom Waffen mit Werkzeug. Nehmen wir mal mit. 196 Credits. Kann man hier was öffnen? Nein, nein, nein. Es lässt sich nichts öffnen. Synchron Behälter? Nee, brauchen wir nicht. Nö, nee, das war's eigentlich, ne? In dem Raum haben wir alles, wow, sieht das cool aus. Das finde ich cool, das Bild. Das gefällt mir. So, okay. Jetzt aber nichts wie fort hier. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder. Und das würde ich jetzt machen. Ich war jetzt ganz oben. Leider habe ich mir nicht die Zeit genommen, um zu gucken. Wir können nochmal hoch. Einfach mal zu gucken, wo die landen. Ne? Wo landen diese Leute? Ups, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich jetzt langsam laufen. Okay, da hinten ist was. Ich glaube, ich brauche gar nicht so hoch zu gehen. Aber da hinten ist doch was. Es wäre ungünstig, wenn ihre inneren Organe durch diesen Sturz geritten hätten. Das glaube ich dir. Aber das haben sie nicht. Ich habe alles unter Kontrolle. Mal gespannt. Man da auf den Dings. Hier, da ist eine Frucht dran. Was ist denn das? Die Gum-Gum-Frucht oder was? Sieht aus wie die Gum-Gum-Frucht. Jetzt machen wir einen auf hier. Den Gummimann. Ruffy. Okay. Damit kann man nichts anfangen. Wir können auch nicht gegen die kämpfen. Ich will auch gar nicht gegen die kämpfen, ganz ehrlich. Ich könnte sie alle töten, aber ich muss es nicht. Die fressen jetzt vor sich her, diese Lebewesen. Dann lassen wir die auch mal in Ruhe. Und dahin möchte ich. Es ist das Schiff, glaube ich, was auch hier gelandet ist, ne? Läuft so mit zu viel Last? Ja, ich weiß. Das ist mir schon klar. Ich versuche nicht zu viel zu laufen, also schnell zu laufen, besser gesagt, ne, aber ich kann es halt nicht verhindern, hier wieder diese Umweltverschmutzer hier, wenn ich die Klimakleber anrufe, dann ist aber auch jetzt hier Schluss, Dormer. Kleben sie sich direkt hier dran noch. Oh
Oder die rösten sich. Ich drücke immer die falsche Taste, wenn ich langsam laufen will. Die Tab-Taste. Oh, oh, toxisch, toxisch. Junge, was machst du denn? Schutzregeneration. Regeneration, mach doch langsam, ey. Wir kommen schon an unser Ziel. Lauf jetzt ganz normal. Ich weiß zwar nicht, wie weit das Flugzeug ist, ne? Ah, es ist ziemlich weit. Na komm. Das Stück können wir noch hochlaufen. So, ich hoffe, dass hier niemand ist. Schiffslandepunkt. Sehr schön. Da treffen wir Menschen. Ich glaub's nicht. Andere Menschen, friedliche Menschen. Ich glaub's nicht, ey. Wie kann man die Waffe wegstecken? Warte mal, liebe Leute. Ich wollte was gucken. Ich möchte gerne mal die Waffe wegstecken. Hilfe, Einstellungen, Interface, Steuerung, Tastenbelegung. Waffe nachladen, wegstecken, R. Also war es doch R, ne? Ja, lange, lange gedrückt halten. Lange gedrückt halten, R, lange gedrückt halten, dann geht's. Hey, mein Freund, warte mal. Ohne dass ich überhaupt normale Menschen... Hallo. Du hast keinen Helm an. Warte, warte. Ja, was? Warte, warte. Wie kann denn das sein, dass du keinen Helm an hast? Ich knie vor dir nieder. Ja? Der will einfach nicht mit mir reden. Ich frage mich, wem dieses Riesenschiff hier gehört, ey. Vielleicht können wir ja hier handeln und alles loswerden, was wir nicht brauchen. Hm. Ich, eins habe ich noch nicht ganz verstanden. Ob, wie wird mir denn angezeigt, ob hier CO2? Audi. Kapitän, du bist der Kapitän. Was für ein Glück, dass du hier bist. Unser Schiff braucht dringend Reparaturen. Wir konnten gerade noch landen. Okay. Du hast nicht zufällig Schiffsersatzteile, oder? Wir können vermutlich selbst etwas zusammenschustern. So, ich habe nicht, was ich dir geben könnte. Hier sind vielleicht noch irgendwo ein paar Schiffsteile. Wie wurde dein Schiff beschädigt? Wir sind falsch gesprungen und die Crimson Fleet griff an. Okay. Die Hülle ist schwer beschädigt. Kaum zu glauben, dass das Schiff das ausgehalten hat. Es ist ein Wunder, dass wir die Landung überstanden haben. Aber um nach Hause zu kommen, brauchen wir Reparaturen. Hm. Wenn du was findest, könnten wir es gebrauchen. Ja. Warte, 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 warte. Wieso haust du denn immer ab? Ich wollte noch mit dir reden. Hast du etwas gefunden? Wir stecken hier wirklich in der Klemme. Ich kann dir nicht helfen, tut mir leid, sorry. Wir wollen nicht, dass dir unseretwegen der Vorrat ausgeht. Aber wenn du hier irgendetwas bergen kannst, wäre es nett, wenn du es mit uns teilst. Sag mal, wenn ich die jetzt erschieße... Bist du verrückt? So, ich habe den Captain jetzt umgebracht. Ich habe das Schiff gehört jetzt mir. So, ich bin ein Plünderer. Ich muss Credits machen, würde ich fast sagen. Und dieses Schiff ist riesig. Es ist einfach nur riesig. So. Ah. Ein Medipack für Papa. So, der Räuber ist da. Ist verriegelt. Warum ist denn das verriegelt? Ich hab doch den Kapitän gerade getötet. Hm? Muss ich vielleicht alle Mitglieder töten? Deswegen laden wir nochmal neu und lassen die erstmal leben. Ich möchte die jetzt nicht töten. Wenn ich töten will, kann ich sie immer noch töten. Dann lassen wir die lieber am Leben. Ja, bitte laden. Ach so, um genaue Details darüber zu erfahren, könnte ich sie scannen.
Meinst du, es wäre möglich gewesen, da... Aber es war ja verschlossen. Ist egal, wie es ist, Lehrling. Schwer zu knacken. Okay, du musst es knacken. Knick-knack. Hm. Ich glaube, wenn wir zu schwer sind, müssen wir dahin laufen. Also... Wo ist denn der Typ hin? Der ist irgendwo hier runtergelaufen. Hm. Schade eigentlich, ne? Das wär's gewesen. Aber gut.